Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Transport Fever. Wir stehen gerade an der großen Kirche in Super City und wir kommen zurück zum Let's Build Projekt. Wir bauen weiter in Super City, wie gesagt. Und wollen wir ein bisschen rauszoomen, denn wir waren letztes Mal stehen geblieben. Was hatten wir letzte Folge gebaut? Genau, das Viertel mit der Kirche ein bisschen weiter. Oder nee, Quatsch, wir hatten das Schwimmbad angefangen und dann haben wir den Supermarkt letztes Mal gebaut gehabt. Ich erinnere mich. Und bei dem Schwimmbad ist noch was Interessantes, und zwar hat sich der Mod-Ersteller gemeldet, der liebe Mario Gaming, und der meinte, er will das nochmal überarbeiten mit dem Schwimmbad. Vielen, vielen Dank dafür, vielen, vielen Dank fürs Kommentieren, das war super, und ich schau mal, ob ich dann die überarbeitete Version dahin stelle. Das werden wir uns nicht machen, aber eine Sache habe ich jetzt schon in der Hand, die ich machen werde, und zwar ein wunderschönes neues Fußballstadion, was es als Mod gibt, was wir auch hier hinstellen werden. Und zwar hatte ich mir gedacht, ich muss das City Skylines mal gucken, da ist mir das Spiel dann mal wieder abhanden gekommen, wie ich das genau mache. Wahrscheinlich werde ich es nachstellen müssen, noch mal ein bisschen nachbauen müssen. Aber ich hatte noch nicht viel gebaut. Und dann würde ich da auch eine Arena hinsetzen. Und hier würde ich ganz gerne aber auch eine Arena stehen haben. In Super City. Ich würde sagen, dann stellen wir die Arena mal hier hin. Ja, denke ich mal, ist ein ganz guter Ort. Wir müssen mal gucken, weil es rechts ist ein bisschen ungerade, ne? Ja, wir pausieren mal. Hier fährt übrigens gerade der ICE TD natürlich. Nicht nur T, sondern auch TD. Aber der wird eh bald ersetzt auf der Linie. Das ist ja nur so ein Testzug da gewesen für die Linie. So, ich belege mich, weil ich würde ganz gerne eine S-Bahn-Station rechts daneben bauen. Ich würde sagen, die ist direkt am Wasser. Das finde ich immer ganz cool, wenn die Arena so direkt am Wasser ist. Ich hätte jetzt gedacht, hier so rein, aber sonst hier hätte ich jetzt gesagt, fast. Ja, das mal da hinstellen. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen ungerade, müssen wir noch ein bisschen angleichen darunter, würde ich sagen. Hey, da würde ich gerne drauf. Ist mir ein bisschen zu. Sieht man das hier durch, dass da irgendwie man sieht nur die Bäume, die da drin stehen in der Arena. Die müssen natürlich noch weg. Bäume auf dem Fußballplatz machen sich immer etwa nicht so schön. Ach, was mache ich? Jetzt ein bisschen gleichmäßiger, wenn man drauf guckt. Ja, ein bisschen ist es hier immer noch. Lass mal ein bisschen noch runtersetzen hier. Und so. Ja, perfekt. Dass wir hier einen vernünftigen Parkplatz vorsetzen können. Und mir wurde auch in den Kommentaren gesagt, wo der andere Parkplatz ist. Den wir jetzt für den Supermarkt nicht verwendet haben, oder wo wir jetzt die Straße verwendet haben, die ich aber eigentlich am schönsten finde, weil da halt auch Autos rüberfahren können. Ich würde sagen, den verwenden wir hier auch wieder, aber ich würde da ganz gerne auch eine Station neben bauen. Lass uns das jetzt schon mal bauen. Ich weiß, eigentlich wollten wir dahinter weiter bauen, aber ich habe jetzt Lust, das Stadion ein bisschen zu bauen. Deswegen werden wir das jetzt bauen. Das wird bald auch wahrscheinlich im anderen Projekt drin vorkommen, Projekt 2000 Ostdeutschland. Mal gucken. Ich überlege, ob ich das nach Leipzig baue. So, das sieht eher wie die Leipziger Arena aus, als wie das Berliner Olympiastadion auf der anderen Map. Naja gut, das ist aber das andere Projekt. Jetzt wollte ich hier einen Bahnhof hinsetzen, und zwar möchte ich hier ganz gerne S-Bahn-Bahnhof haben. Eine S-Bahn-Haltestelle hätte ich hier ganz gerne. Und was nehmen wir denn da? So eine kleine reicht eigentlich, so eine... das ist zu ländlich, würde ich sagen. Das ist zu ländlich, gefällt mir nicht hier. Ich würde sagen, wir sind eine Regionalhaltestelle, nehmen wir hier. Sah doch immer ganz gut aus. Wo haben wir sie denn? Regionaler Haltepunkt. Moderne Regionalhaltestelle, genau. 80 Meter, nee, 160 würde ich schon machen. Zwei Gleise, das ist ja nur die S-Bahn, die jetzt hier runterfährt. Dass wir hier eine breite Straße entlang legen, würde ich sagen. Was können wir denn daneben für eine Straße? Radfahrweg, nein, hier. Mal gucken, ob da auch die Straßenbahn noch lang fährt, ob die auch bis zum Stadion fährt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die Straßenbahn hier am Hauptbahnhof vorbeifährt und dann hier im Platz einmal dreht. Und dann wieder zurückkommt und dann da hinten wieder hochfährt. Weil die Straßenbahn soll ja sich auf die Seite gar nicht weiter verteilen, weil hier wird U-Bahn umgebaut, hier wird ja die Stadt gebaut. Und dann, aber das Problem ist, ist auch alles so hoch, ne? Ist vom Gelände alles so scheiße uneben. Das ist immer so ein bisschen so doof. Ich überlege gerade, wie wir das am besten bauen. Oder ob wir hier ein paar Hochhäuser... Nee, ich würde das ganz gerne eigentlich lieber... hier die Hochhäuser hinsetzen, aber es ist alles ein bisschen zu ungerade hier, finde ich. Dann müsste das eventuell hier weiter hin.
Oder wir ziehen einfach alles um. Der Hauptbahnhof kommt nach hier und da kommt die Hauptstadt rein. Nee, das wird so aufwendig. Ich überlege gerade, was wir am besten machen. Eigentlich wäre es cool, ne, wenn wir dann von hier das Stadion sehen würden. Wenn das Stadion dann so, wenn man hier so rüber gucken würde, auf die Altstadt und hier das Stadion steht, dann müssten wir den Bahnhof nur nach hier versetzen. Gut, wir schauen mal. Ja, das ist jetzt wieder... Sowas könnte man auf Offscreen machen, wenn es mir Offscreen einfallen würde, aber ich versuche das Ganze jetzt umzubauen. Das hatte mir vorher schon nicht gefallen mit dem hier rechts. Da müssen wir vielleicht nochmal alles umbauen. So, dann können wir auch ein schöneres Gleisvorfeld vielleicht bauen da. Haben ein bisschen mehr Platz. Wo haben wir denn den Hauptbahnhof hier? Jetzt finde ich wieder nicht da. Der große moderne Bahnhof. 10 Gleise hatten wir, glaube ich. Ne, wir hatten wir 10 Gleise plus Durchgangsgleise oder so. Ja, genau. Und da hatten wir, glaube ich, ein Durchgangsgleis hier. Und da hinten 2. So. Dann volle Länge. 480 Meter, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Ne, wir hatten den nicht mal 480 Meter lang, oder? Wie es aussieht, hat der 320 Meter. Brauchen wir 420? Und jetzt sagen wir, stellen den hier hin. Drehen wir ein bisschen die Straße mal weg. Hier steht hier ein bisschen Weg, weil ich würde dann hier ein bisschen flacher im Hintergrund. Hier kann man gut dann auch die Hochhäuser hinstellen. Meiner Meinung nach. Das wäre so, bis die Innenstadt reinkommt. So. Dann würde ich sagen, bauen wir das aber direkt hier so, direkt weit unten am, möglichst weit unten hier. Er lässt das hier. Ach, das war das Problem, genau. Er wollte das hier nicht. Hier oben würde es gehen. Da. So machen. Wo ging das denn gerade? Wenn wir es so bauen, dann ist natürlich ein bisschen. Aber es ist gerade als da vorne zumindest, ne? Es ist wieder ein bisschen in den Berg eingesunken. Das ist eigentlich nicht so schön. Wenn wir dann hier eine Kurve machen müssen für die Strecke. Das wäre aber in Ordnung, denke ich. Dieser Berg ist halt total nervig hier. So. Gab's eigentlich, ich überlege auch die ganze Zeit, ob es ein Werkzeug dafür gab, dass man so das Gelände ein bisschen abtragen kann. So. Dass man das hier nicht so aufwendig mit dem Tür runtersetzen muss, sondern dass es da ein Werkzeug dafür gab. Ich dachte, da hätte es mal sowas gegeben, aber ich glaube auch nicht. Habe ich die Karte nicht gut genug ausgewählt, ehrlich gesagt. Schon hier direkt in den Tunnel reingehen, aber dann ist das halt so. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt auf die andere Seite auch eine Straße setzen. Zweiter Straßenanschluss, ja bitte, danke. Dann haben wir es hier und dann haben wir hier halt drunter durch und können vielleicht hier sogar noch Häuser draufstellen oder ein bisschen was. Das wäre natürlich geil, wenn hier, aber hier ein Villenviertel ist ja irgendwie auch komisch, hier direkt in der Innenstadt. Hätte was, aber auf dem Berg nur ein bisschen, aber ich überlege, was wir da hinstellen könnten. Vielleicht ein Park, vielleicht diesen Bergpark, so ein Bergpark, ja. Also hier kommt dann die Innenstadt hin und hier ist so ein Park oben drauf auf den Bahnstrecken und die Bahnstrecken gehen hier alle in den Tunnel rein. Die kommen dann hier wieder raus, also das ist ja die Hauptstrecke. So, dann müsste der Bahnhof jetzt hier weg, der alte Hauptbahnhof. Die alte Strecke für den ICET muss dann auch mal wieder gebaut werden. Fürs ICET, ich verschiebe die mal so weit nach hinten, bis die Strecke wieder gerade ist. Sehr gut. Ist jetzt irgendwo, man sieht ihn nicht mehr, aber der ist jetzt irgendwo auf dem Abschnitt hier. Eigentlich können wir die bis zur Kreuzweiche auch wegnehmen. Genau. So, da ist er wieder. Der steht jetzt hier. Da war der alte Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, ob er den anderen jetzt direkt miterkennt oder ob das so weit weg ist. Vermutlich hat er den jetzt direkt erkannt, ne? Zentrum Ost. Was ist die Zentrum Ost? Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, ja, wollte ich auch gerne schreiben. Können wir das super schreiben. So. Ja, weil das ist wirklich besser hier, das anzulegen. Hier vielleicht wirklich ein Park drauf. Wenn jetzt hier. War es nicht schlau, dann eigentlich das Hauptgebäude auf die andere Seite zu setzen? Nee, ich glaube, ich lasse das so. Vielleicht können wir auch schon ein paar größere Gebäude hinstellen. Ein bisschen Platz haben wir hier. Und hier hinten breitet sich dann die große Stadt hier weiter aus. Also die Innenstadt. So. Die Arena muss dann auch mal wieder weg. Die war ja ganz nett da als Idee.
Die muss dann leider auch wieder da verschwinden und kommt jetzt, wird jetzt doch ein Stückchen nach hinten versetzt. So ist das halt. Da ist er. Sehr schön. Ich würde sagen, dann hier, dass man so ein bisschen auch von der Stadt aus sieht. Ich weiß nicht, ich finde das aber geil, wenn der direkt am Wasser ist hier. Wäre vielleicht nicht ganz realistisch, wenn es mal überschwemmt, dass wir die ganze Stadt hier ins Wasser bauen. Aber ich mag das irgendwie so. In Bremen ist das doch auch so, dass die Weserstadt halt direkt an der Weser ist, glaube ich. Es ist schon geil, wenn das hier direkt am Wasser ist, weißt du? Hat was. Aber das Problem ist jetzt extrem eingesunken hier, weil die Landschaft doch ein bisschen ungerader ist noch als da vorne. So, wir müssen hier noch ein bisschen runter. So. Das sieht halt überhaupt nicht aus, wenn das hier so ungerade ist. Lass mal gucken, ob wir das jetzt einigermaßen gerade hinbekommen. Nein, immer noch nicht. Wir müssen dieses ganze Gebiet hier ein bisschen runtersetzen. Das ist natürlich Landschaftsarbeit, das ist ein schönes Projekt, ne? Da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass das ein bisschen gerader ist hier. So, zumindest vom Haupteingang. Daneben stört es vielleicht nicht so ganz so groß, aber wenn dieser Haupteingang irgendwie so schräg sitzt, gefällt mir das überhaupt nicht. Und das kriegen wir jetzt gerade auch so schlecht hier weg. So sagen, zack, hey, das. Okay, wir nehmen das mal alles weg und versuchen das dann hier so anzugleichen. Pinselstärke machen wir hoch. So, das muss natürlich alles wieder gerade hier. Es soll halt ein bisschen niedriger werden, zumindest die Region um Stadion. Ich mal irgendwann, nächstes Mal, wenn ich ein Schirmbau-Projekt mache, muss ich mir eigentlich eine eigene Karte dafür machen. Das war eigentlich unprofessionell, dass ich mir da keine eigene Karte für erstellt habe. Aber gut. Man wird halt immer schlauer. Aus Fehlern lernt man sozusagen. So, wie sieht das jetzt aus? Noch schlimmer. What the fuck? Warum sitzt das jetzt immer so weit in der Erde? Man sieht das nicht. Wir hätten das hier weiter hingesetzt, ne? Dann müssen wir es vielleicht mal so setzen. Ja, ist ganz gut. Jetzt ist in Ordnung. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen noch. Okay, dann müssen wir wieder wegnehmen. Hier war es ein bisschen, ne? Ein bisschen runtersetzen hier. Hallo, ein bisschen runter. So, danke. Dann nochmal hier ein bisschen angleichen. Vielleicht sieht es dann ein bisschen besser aus. So. Das ist wieder hässlich. Auf der anderen Seite auch. Ja, wir kriegen es eigentlich fast nicht schön hin. Das ist echt nervig, dass das nicht so gut geht. Jetzt mache ich 15 Minuten lang Landschaftsarbeiten. Unglaublich. Ich habe nur den Bahnhof versetzt. Das ist einfach hässlich. Was soll das? Es war doch gerade so schön. Ja, aber das ist besser. Das ist eine ganz gute Position von vorne und von hinten. Ja, gut. Es ist in Ordnung. Sagen wir mal so. Gut, passt. Rund um Stadion müssten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen gerade machen. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt hier einfach eine Straße neben. Die vielleicht sogar ein bisschen höher dran vorbeigeht. Eine extra große, ja, so eine richtig breite Hauptstadtstraße hier. Feldweg. Pflasterweg. Nein. Ich suche was ganz Breites. Stadtstraße. Landstraße. Nee, Landstraße suche ich gar nicht. Ich suche eigentlich das größte an Straßen, was er hat. Kraftwechsel, Kraftfahrtstraße. Das sind schon drei Streifen. Das wäre eigentlich hier für den Bereich sogar gar nicht schlecht. Ich würde es aber lieber eine Kurve machen. Wenn wir jetzt so eine Kurve gehen. Natürlich in Transportführer ein bisschen schwer. Wenn man die Straße von hier hinten kommt, so. Hier am Stadion vorbeigeht, so hätte ich jetzt gedacht. Nur ein bisschen näher noch dran. So. Da kann auch ruhig eine Kante jetzt dran sein. Das ist nicht das Riesenproblem, wenn die Straße da so neben liegt. Ja,
Jetzt überlege ich nur, wie wir diesen Platz hier, hier kommt ein Platz hin, ein bisschen, am Wasser direkt, mit der Straße da verbinden. Das war hier noch gar nicht so wirklich. Oder wir machen das Stadion auf der Fläche. Da haben wir den Hauptbahnhof voll gehabt. Das wäre natürlich total gerade. Das wäre dann aber nicht direkt am Wasser. Aber ich finde, das direkt am Wasser ist zwar ganz schön, aber es ist auch unrealistisch, ne? Gut, ich habe mich umentschieden. Entschuldigung, ich bin diese Folge irgendwie Folge der Umentscheidung. Und wir bauen es so. Halt. Das würde halt vielleicht gehen, wenn wir es hier schon gerade haben durch den ehemaligen Hauptbahnhof. Das ist natürlich ein bisschen weg. Ja, aber das würde dann auch passen, wenn wir die S-Bahn-Station dann so auf der Seite bauen. Also, dass die S-Bahn hier auch links dran vorbeifährt. Das raus, das sieht gut aus, weil das hier gerade ist. Hier auch. Ja, da war halt der Bahnhof voll. Da haben wir es halt schon, weil das Gelände schon gerade. Jetzt haben wir natürlich hier einen riesigen Mist gebaut. Durch diese ganzen, wo es geht noch. Die Straßen anlegen. Die Straße werden wir nicht direkt davor bauen, wir wollen ja einen Parkplatz davor bauen. Auf der Rückseite würde ich dann den Bahnhof bauen. Eigentlich wäre jetzt diese eingesunkene Station ganz cool. Warum habe ich die denn schon wieder nicht installiert? Warum anderen A-Station auch nicht? Weiß auch nicht, warum ich die dann nicht installiert habe. Soll man jetzt sagen, 160 Meter reicht. Hier kommt Stadionausgang. Die Arena hin, die ist natürlich dann ein bisschen höher, die Station. Ich würde die fast hier die eingesunkene bauen. Ja, dann machen wir das in der... Suche ich die zur nächsten Folge raus, diese eingesunkene Station. So. Hier diese lange Straße. Wir hatten ja die Schnellstraße hier, extra große Straße, Kraftfahrzeugstraße. Ja, die würde ich jetzt hier nicht mehr bauen mit den Lärmschutzwänden. Schmale, extra große, nein, extra große Platten. Gelben Strichen, nein, nein. Ich würde hier auch eine moderne Straße gerne haben, nicht so eine alte typisch, hätte ich fast gesagt. Da ist der Bürgersteig mir ehrlich gesagt zu schmal. Kriegen wir nicht was Breiteres mit einem breiteren Bürgersteig? Da bin ich halt zweispurig hier, aber. Autobahn nicht. Kraftfahrzeugstraße zweispurig. Und nicht das, was ich gesucht habe. Ich hätte fast sogar das gesagt. Ja, gut. Schmale, große Straße. Einfach keine normale. Wo sind denn die normalen Straßen hier? Parkplatz. Mittlere Straße. Nein, ich suche eigentlich eine ganz normale, große Straße. Das ist die große Straße in normal. Ja, und wo ist die extra große Straße in normal? Extra große Straße. Ja, die sieht sogar am besten aus. Lass uns diese Breite hier nehmen. Dann hier so hin lang führen lassen. Ein bisschen runterhalb, würde ich sagen. Eine der wichtigsten Verbindungen jetzt hier. So. Natürlich ist das Stadion jetzt nicht direkt am Wasser, aber vielleicht wirklich schon ein bisschen realistischer. Aber hier würde ich dann wirklich einen Park noch vorsetzen, hier im Wasser. Lass uns die mal, nein, gerade halten, würde ich sagen. Genau. Möchtest doch gerade hier lang gehen. So. Man könnte hier natürlich auch eine Straßenbahn installieren. Das werde ich wahrscheinlich machen. Ich hatte gesagt, die Straßenbahn soll bis zum Stadion fahren. Also die wird am Hauptbahnhof. Die wird wahrscheinlich, man findet die vielleicht so am Stadion. Wollen wir die direkt hier am Wasser entlang gehen lassen? Dann hier rüber zum Beispiel am Stadion vorbei. Hier halten lassen am Stadion. Und dann vom Stadion zum Hauptbahnhof und dann wieder zurück. So als Kreis. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Gut. Wird die Straßenbahn also noch unterhalb der Strecke und wird dann nicht auf der Straße fahren, was auch ganz sinnvoll ist, sondern geht hier einmal rüber und wird dann hier vom Stadion halten. Lass uns einmal den Parkplatz nehmen. Der Parkplatz ist, der Vorteil ist hier, neben ist ja mega viel Platz für die Parkplätze. Da ist ja auch alles gerade, das ist gut. So. Haben wir denn den Parkplatz jetzt schon wieder? Ich glaube, wir müssen gleich auch wirklich mal beenden. Ich wollte noch ein bisschen länger machen, weil ich vorhin gedacht habe, die Folge ist ja sonst mega langweilig. Stadion, Parkplatz, das ist aber das hier so recht, genau. Das ist halt mega gut, wenn wir das so von der Länge her machen. So. Zack, wir müssen das nur ein bisschen gerade machen. Ja, passt. Kriegen wir doch drei daneben, oder?
Problem ist, die dritte wird vielleicht nicht mehr ganz so. Ne, wir müssen ein bisschen näher zusammenrücken. Würde ich sagen. Dann könnte es gehen. Ich würde hier gerne drei Parkplatz reinbauen. Ich werde die aber wahrscheinlich nicht voll bauen, weil ich jetzt nicht darstelle, dass hier gerade ein Spiel ist. Dafür müsste ich dann zu viele Leute bauen. Meiner Meinung nach. Das ist zu wenig Platz. Auf der anderen Seite haben wir mehr Platz gelassen. Nur ein bisschen mehr. So. Ja, das könnte. Ist das schräg? Sieht sehr gerade aus. Gut. Das ist also der Parkplatz hier für unser Stadion. Auf der linken Seite ist doof. Natürlich dann ein bisschen rumlaufen bis zum Eingang. Aber das ist dann halt so. Das kommt auch vor. Auf der anderen Seite kommt halt die S-Bahn-Station hin. Hier kommt die Straßenbahnstation plus vor dem Vorplatz hin. Da würde ich dann auch eine breite Straße rausbauen. So eine zweispurige auf jeden Fall. Für Stadion. Stadion, Parkplatz halt. Große Straße hier. Würde gehen, ne? Genau, hier. Und dann... Ja, hier ist so eine Kante drin, aber das ist... Die liegt halt ein bisschen höher. Ich überlege, ob wir hier tatsächlich die... Aber das finde ich irgendwie unschön, wenn wir dann hier an der Straße die Lärmschutzwände davor knallen. Dann sieht man nämlich das Stadion nicht mehr. Dann soll das Stadion ja auch von hinten sehen zum Beispiel, wenn man jetzt mal hier guckt. Vom anderen Ufer aus. Bis wo sieht man es eigentlich? Jetzt ist es weg. Okay. Also ein bisschen Range hat es zum Glück zu sehen. Jetzt vom Berg runter gucken wird es eng, ne? Doch, geht auch noch hier von der... Das wäre nämlich wichtig, dass hier, wenn die Burg später hier steht, dann das Stadion auch sieht. Wenn wir jetzt von hier hinten gucken, wird es eng, das zu sehen, vermutlich. Von hier? Nee, geht auch noch. Wann ist weg? Nee, von da sieht man es immer. Gut, das ist sehr gut. Weil das ja auch ein markantes Gebäude ist und das soll man auch eigentlich schon fast überall sehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich diese Kante... Ich möchte das mal hier auf jeden Fall möglichst alles angleichen, so ein bisschen... höher sitzen, dass die Kante halt hier an der Straße liegt. Dann kann man nicht auch über die Straße rüber gucken, was eigentlich ganz, so ein ganz cooler Effekt ist. Aber ich mag diese Sachen halt nicht so ein bisschen. Was eigentlich ganz cool ist, dass man hier auf dem Fluss direkt rüber gucken kann. Und ich würde sagen, dann bauen wir hier eine Fußgängerbrücke rüber. Bauen wir hier eine Fußgängerbrücke rüber vom Stadion hier runter. Ich überlege, ob wir... Oder eine Fußgängerbrücke hier die Straßenbahn hält hier unten. Fährt dann hier rauf. Und hier ist die S-Bahn halt. Straßenbahn hat die Station Stadion. Ich würde die Straßenbahn lieber direkt davor halten lassen. So, was haben wir denn an der Straßenbahnstation? Ich wollte die Folge beenden. 54... Ach, jetzt kommen wir, jetzt machen wir die halbe Stunde voll. Waren wir nicht sogar eine halbe Stunde mal für das Projekt? Ich glaube, es war ein bisschen weniger. In letzter Zeit hatte ich mal gesagt, dass ich runter auf eine Viertelstunde wollte. Aber dann siehst du halt gar nichts. Sieht das aus? Lass dich vorstellen. Auch geil, ne? Ja, eigentlich schon. Sieht das aus? Ich weiß es nicht, wenn es hier direkt vom Stadion ist. Und die Straßenbahn hat jetzt schon ein Stadion. Ja, bist du nur ein paar... Ja, gut, der Anschluss ist hier... ein bisschen unschön. Aber das lässt sich vermutlich nicht vermeiden. Lass uns dafür nochmal das hier wegreißen. Sehen, was er macht. Er bindet das so an. Okay, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir das jetzt selber anbinden. So. Ja, es ist halt ist zu steil. Es sieht nicht aus. Wenn wir es so machen. Ja, ich will die schon als eine Kreuzung ganz gerne haben. Also eine richtige T-Kreuzung. So. So. Und dann hier hochgehen. Richtung Parkplätze. Können wir machen, ne? Dann ist hier auch eine Bushaltestelle, ne? Am Stadion, Bushaltestelle, Stadion. Das ist mir alles, das ist hier fast immer so eine Rampe. Das ist schwer, ne? Muss mal wieder weg. Wir bauen das jetzt so. Wie gerade. Wir bauen aber diese andere Abzweigung noch ein bisschen früher. Also, dass wir hier wirklich so eine... so haben. Die andere dann so rangeht. Müsste schöner aussehen, ne? Ja, ein bisschen steil ist es noch. Aber vermutlich wird es anders nicht gehen. Wir müssen halt ein bisschen mit Landschaften und Gegebenheiten arbeiten.
ja, kann man machen. Dann würde ich hier vorne aber auf jeden Fall noch ein bisschen was hinsetzen vor Stadion. Einlass und so. So, also ich finde die Eisbahn, die Straßenbahnhaltestelle schon ganz geil, wenn ihr eine Straßenbahn direkt vom Stadion hält. Also auf der Seite Straßenbahn, hier gesagt S-Bahn hält hier, S-Bahn-Haltestelle, Stadion, hier sind die Parkplätze. Das hat sich halt ganz super angeboten dafür, dass wir hier vor dem Bahnhof hatten und deswegen das so ein bisschen gerade hier haben. Dann würde ich sagen, wir bauen hier noch einen Fußgängerweg rüber. Und zwar hier rechts. Was haben wir denn da? Dann können wir nämlich hier einen Fußgängerweg reinbauen und können da dann später einen Besuchermagneten setzen. Und natürlich sollen auch ein paar Leute zum Stadion immer fahren. Aber wahrscheinlich nicht in aller Risiken, weil ich weiß nicht, ob ich einen Spieltag simulieren will, dass wir da 20.000 Magneten oder so setzen. Das wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich. Zwei Fahrbahnen, nein, ich will eigentlich einen Fußgängerweg haben, der ein bisschen... Kraftfahrzeuge, nein, das ist schon richtig, aber ich will einen Fußgängerweg haben. Haben wir sowas? Das sind halt die kleinen Fußwege. Ich frage mich, ob es breit genug ist für Stadion, ne? Ich will lieber so einen Teerweg hier fast machen. Weil ich weiß nicht, ob das schlau ist, wenn man die Steine setzt, dann reißen hinter einige verrückte Fans die raus. Nutzen sie als Waffe. Ja. Ich weiß nicht, ob sowas wirklich überlegt wird bei sowas, wenn sowas gebaut wird. Deswegen würde ich hier lieber so einen Teerweg bauen. Es gibt ja leider so welche Idioten, und zwar sehr, sehr viele. Also, ne, Quatsch, so viele gibt's gar nicht. Quatsch, so sehr viele gibt's gar nicht, das ist logisch. Ich bin da selber froh, wenn es gibt eigentlich auch sehr, sehr viele friedliche, viel mehr friedliche, aber die anderen sind halt immer in den Nachrichten oder so, ne? Da kriegen immer alle anderen, die keine Ahnung davon haben, immer so den Eindruck, oh, es gibt so viele Hooligans, alles voller Hooligans. Ist aber immer so, egal was, es wird immer nur die negativen Beispiele in Medien dargestellt, weil man da mehr Presse durchkriegt, ob es jetzt bei Gamern oder sonst was ist. Und dadurch denkt sonst wer, ich hätte jetzt Otto Normalverbraucher fast schon gesagt, immer, es gibt so viel, es ist alles nur kriminell und so. So ein bisschen doof. Aber das ist so fast so eine Sache, die sich kaum vermeiden lässt, da auch die Zeitung Geld verdienen wollen. Und das am besten durch hohe Auflage. Und die kriegt man am meisten durch durch Skandalberichterstattung. Obwohl ich das auch nicht gut heiße, ehrlich gesagt. Aber, ha, so funktioniert es halt manchmal. Ich verlege, ob wir... Ha. Ja, dann sehe ich Straße. Hier würde ich können wir hier nur eine mittlere Fußgängerzone ransetzen, dass hier zum schönen Straßenbahnhaltestellen. Expressway für Stramm und Bus, das ist gut. Da kommt jetzt oben hin, so ein Expressway. Würde ich jetzt fast sagen, dass wir den Richtung Stadion bauen, dass die also immer getrennt fahren. Das finde ich super. Jetzt wollte ich aber das hier weiter ausbauen, ne? Den Fußgängerweg hier. So, wo haben wir ihn denn? Nee. Der baut das ja nicht, der will das ja nicht rüberbauen hier von da aus, ne. Das wird er nicht machen, egal wie wir da... Obwohl, doch, guck mal, da geht's. So, sehr schön. Guck mal, da geht's sogar. Sehr gut. Schau mal, welche Fußgängerbrücke wir nehmen. Ich finde die eigentlich gar nicht schlecht hier. Und dann geht's hier runter zum Strand. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Straßenbahnhaltestelle. Hier unten irgendwo. Dass wir den irgendwie... Ist das hier Norden, ne? Ich glaube, das hier war von unserer Karte aus Norden gesehen. Ne, Quatsch, das ist Norden. Das ist Norden. Dann ist das hier das Nordufer und Südufer. Dann könnte das hier irgendwie Südufer heißen. Da vorne haben wir eine Haltestelle, die dann irgendwie Nordufer heißt oder so. So. Komm, wir bauen jetzt aber hier. Jetzt habe ich mich doch entschieden. Ich will diese. Hier brauchen wir keinen Fußgänger. Auf dieser Hauptstraße hier. Dafür ist die ja gar nicht da. So. Lass uns da vielleicht doch hier Asphalt. Breite Straße hier hatten wir, ne? Extra große Straße, Kraftfahrzeugstraße. Das war sie, ne? Genau. Das war sie. Vielleicht sogar hier diesen Bereich so ausbauen. Das ist hier der, irgendwie, keine Ahnung, Schnellweg.
City-Schnellweg ist, um dann so ein bisschen vielleicht auch den Lärm hier vom Stadion, vom Strand wegzuhalten, um die Straße ein bisschen abzuschirmen. Ich muss ja gucken, ob das von hinten Eschli aussieht. Nee, man sieht das ganze Stadion, das ist schon geil. Mit der Straße davor. Ist besser, als wenn die Straße davor läuft, oder? Ich finde es so ganz cool. Die geht dann hier unten irgendwie lang. Kann ja auch wieder zur Autobahn werden. Also, dass das in so eine Stadtstraße ist und dann hier hinten wieder zur Autobahn wird, zur zweispurigen. Weil hier irgendwann, würde ich sagen, wird das schon zur Autobahn. Die führt nämlich dann hinten, das ist nämlich der Anschluss hier. Also, die geht hier runter und geht dann hier in die Stadt. Obwohl ich hier vielleicht nochmal eine Autobahnkreuzung setze Richtung Pforzheim. Pforzheim ist, sollte ja noch umbenannt werden. Das wird nicht, heißt nicht, wird nicht Pforzheim bleiben. Die kriegen noch alle neue Namen, aber da wollte ich euch ja entscheiden lassen. Das kommt aber noch. Also das, was jetzt Pforzheim heißt. Also hinten die Autobahn lang geht. Die andere Autobahn wird sich dann hier hinten vor entlang gehen und wird dann hier hinten irgendwo entlang gehen. Also das ist die eine Stadtumgehung, die andere geht halt in die Stadt rein sozusagen. Hier hinten, das große Zentrum muss ja auch irgendwie angebunden werden. Vielleicht werden wir auch die Autobahn dann hier so runtergehen lassen, wäre eine Idee. Dann hier ins Zentrum. Drunter durch. Das werden wir dann aber überlegen. Ist natürlich nicht so geil, dass wir jetzt hier eine Kreuzung haben. Wo dann die Straßenbahn auf der einen Seite rausgeht. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Wahrscheinlich eher nicht, wenn wir jetzt hier nur eine Straßenbahnstrecke rausgehen wollen lassen wollen. Wer unten soll dann wirklich nur noch Straßenbahn langfahren. Bus kann ja irgendwie aus einer anderen Richtung kommen oder so am Stadion enden. Weil der Bus kann ja auch Richtung Hauptbahnhof hier über die Straße fahren. So. Ich wollte jetzt hier die Tramstrecke, nicht die Stammstrecke, das ist was anderes, bauen. Aber wir haben 23 Minuten. Ich würde sagen, mit dieser Aussicht auf das Stadion hier vorne, beenden wir mal die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt ja mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Würde ich mir auch mal ein Like freuen und so weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.